Servus, ich bin der Maiko und bin heute im Busch für euch unterwegs, um ein Mittel zu testen, und zwar Ballistol stichfrei. Wurde mir von einem Freund empfohlen und ich bin da jetzt halt unterwegs und hoffe auf Gelsen und zeige euch, was rauskommt. Bleibt dran! Naja, weil einfach zu viel Wind hier heraus ist, muss ich weiter rein in den Busch. Kommt mit! Werner, ich hoffe, dass ich da heute auf Mücken komme, weil es ja doch sehr windig ist heute und das mögen diese Viecher gar nicht. Aber hier sehe ich schon, der Wald ist noch feucht vom Regen heute. Die optimalen Schuhe habe ich auch nicht an, aber das macht nichts, mich zieht immer wieder in den, ich sage jetzt einmal, Busch, weil das sind keine Wege, das sind eindeutig Wildpfade und die Mücken kommen schon. Jetzt bleibe ich einmal uneingesprüht und sprühe nur mal die Hunde ein. Kommt her. Ja, der Hersteller sagt, dass es ziemlich hautverträglich ist. Ruby, komm her. Du bleibst stehen, du Mistfies. Jast! Laut Herstellerangaben ist es relativ hautfreundlich und auch auf Tiere anwendbar und soll Zecken, Stechmücken und alles mögliche an Insekten abhalten. Die Hunde habe ich jetzt eingesprüht, weil hier im Unterholz ziemlich viele Zecken unterwegs sind. Ich kenne diesen Wald sehr gut. Dort hinten irgendwo wohnt auch eine Wildschweinfamilie, ab und zu, nicht immer. Da hat sich mal eine Bache ein kleines Nest gemacht. Ja, da habe ich jetzt ein Stück gefunden, was relativ feucht ist, extrem feucht hier. Da sieht man auch relativ viele Mücken herumfliegen. Jetzt bleibe ich auch ein bisschen stehen, weil wenn man sich fortbewegt, auch ein bisschen Wind erzeugt und das mögen die Mücken auch nicht. Deswegen bleibe ich jetzt stehen und schau mal, ob mich eine anbeißt. Vielleicht sollte ich doch noch irgendwo hingehen, wo es nicht so windig ist, denn jetzt war gerade ein kurzer Wind. Aber es fliegen hier extrem viele Mücken, keine beißt mich an. Ich habe nur die Hunde vorher eingesprüht. Kann nicht an dem liegen, sage ich mal. Ja, Ballistol stichfrei, sagt der Hersteller, ist mit Ethanol und schädlich für Wasserorganismen. Also sollte man es, glaube ich, jetzt nicht da jetzt unbedingt dann irgendwo in ein Wasser entleeren. Ein bisschen immer auf die Haut aufgetragen, ist okay. Doch nicht übertreiben mit dem Mittel. Es haltet eigentlich nur die Mücken fern und ist jetzt nicht so ein Chemiemittel wie sonstige Sachen, die man den Hunden einflößt, die unter die Haut gehen, und das möchte ich eigentlich den Hunden mit diesem Mittel ersparen. Okay, die ersten Tiere kommen schon und beißen. Da fliegen auch ziemlich viel. Ich bin jetzt ziemlich knapp bei einem Busch. Auch wieder extrem feucht da. Und jetzt werde ich mir das Mittel einmal rein auftragen da. Ja, da. Ein paar haben schon gebissen. Gegen den Juckreiz bei Gelsenstichen verwende ich nicht irgendwie Fenistil oder so, sondern gehe mit einem kleinen Stück Kohle nah an die Ding ran, so stockt das Eiweiß und der Juckreiz ist weg. Früher, wie ich noch geraucht habe, habe ich das mit Zigaretten gemacht. Hat recht gut funktioniert. So, mal eingeschmiert. Hat auch Lichtschutzfaktor 6. Okay, das brauche ich heute nicht. Ja, frisch eingesprüht geht's weiter, da durch den Busch. Hier werden die Gelsen immer mehr und mehr. Da kommt's her. Ich muss auch ein bisschen auf meinen Hund aufpassen. Ich weiß nicht, ob die gerade da hinten in diesem Nest sind. Ist zwar ungefähr noch 500 Meter weit entfernt, doch sie kommen doch raus, wenn sie Futter und Nahrung haben.
Bei den Wildschweinen kann man das jetzt nicht so sagen, ob sie jetzt keine Jungen haben oder nicht mehr. Sie frischeln schon mehrmals im Jahr heutzutage, weil die Winter nicht mehr so streng sind und es nicht mehr so die Kraft raubt. So, als Test werde ich jetzt noch etwas machen, was man hier in diesem Gebiet so nicht so machen sollte, wenn man nicht auf Gelsenbisse verzichten möchte. Also ich hocke mich daher, hier sieht man schon überall, hier im Unterholz fliegen Gelsen. Ja. Sie fliegen eigentlich weg von dem Mittel. Ich habe es hier aber noch sehr feucht. Da im Gesicht fliegt um mich herum. Das Genick habe ich auch eingeschmiert. Ja, riecht leicht zitronig, ist so wie die Zitronella. Okay, hier kommen jetzt schon extrem viele. Einer hat sich kurz hingesetzt, ist wieder abgehoben. Hier eine große, eine ist eine Heuschrecke. Ja, ich muss sagen, hier hätten mich jetzt schon Minimum 10 gebissen. Da ist noch einer, hat von mir keine Notiz genommen. Also, ich muss sagen, den ersten Test hat es einmal geschafft. Wenn ich raus bin, schaue ich dann nochmal die Hunde durch wegen Zecken. Frisch aus dem Busch habe ich jetzt auch die Hunde durchsucht und keine einzige Zecke gefunden. Es sind auch jetzt nicht so viele jetzt noch im Moment oder mehr, sage ich. Und es ist auch relativ feucht, also ziemlich schwierig für die Tiere heute gewesen. Aber ich werde es beobachten und ja, das Mittel ist top. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ein Comment und ein Subscribe von euch würde mich sehr freuen. Und ich kann dieses Mittel jetzt nur wirklich weiterempfehlen. Danke an denjenigen, der es mir empfohlen hat. Und ich hoffe, ihr schaltet jetzt wieder ein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!